Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Dark Souls Nummer 2. Hi. Wir sind hier im Loch. Und ja, man sieht schon, es ist ziemlich finster. Sogenannte Finsterloch. Ja, genau. Ui, ui. Das sind Giftdinger, oder wobei, das ist ein Item, oder? Ja. Du bist jetzt aber mit dem Pfeil zu schießen. Ja, stimmt. Also das... Moment. What the fuck? Okay. Es hat geklappt. Jauche-Küchlein. Yippie. Erinnerungen an Dark Souls 1. Jawohl. Okay, nee. Dann müssen wir da lang. Alter, wird das jetzt zur Gewohnheit, dass wir irgendwo runterfallen? Oh, die sind gar ganz schön. Die halten was aus. Na, einen schweren Schlag. Oh, fuck. Vielleicht auch zwei. Nein. Hey. Giftiges Wurfmesser, okay. Wow. Okay, das ist keine Kiste. Gefährlich. Ist auch nichts drin. Es ist alles irgendwie scheiße. Scheinbar müssen wir da drüber. Eine Sekunde, aber vielleicht können wir vorher ein bisschen aufräumen. Getroffen! Der ist aber noch nicht hin. Was ist noch nicht hin? Was ist nicht hin? Ja, passt schon. So. Ich hoffe, es funktioniert. Yeah! Nee, ist wirklich noch nicht tot gewesen. Da hast du recht. So. Oh, eine Nebelwand. Die haben wir ja schon von oben gesehen. Ja, aber vielleicht ist es der nächste Boss. Na, tut er den nicht. Aber da vielleicht? Keine Ahnung. Ja, sag an. Es geht nur da lang, wie es ausschaut. Okay, das ist... Ich mag es nicht, wenn ich nicht einmal sehe, wo ich hinspringen könnte. Was ist da? Da ist irgendein großes Tier, das ziemlich viel aushält. Das sind die großen Schweren. Das sind ja noch nicht einmal... Okay, die machen nicht so viel weniger Schaden. Wäh! Wäh, was war das? So eine Art mutiertes Reptil? So was wie ein Nacktmulch? Aber die scheinen zumindest kein Gift zu enthalten. Eine finstere Pyromantie-Flamme und faules Harz. Was macht faules Harz nochmal? Ist das Feuerschaden oder Giftschaden? Hier, faules Harz. Gift. Davon haben wir ganz schön viel. Aber ich nehme mal an, wenn die hier selber in so einer Giftgrube leben, werden die gegenüber Gift kaum anfällig sein. Ausprobieren kostet nichts. Stimmt. Warte, warte, ist was da oben. Ah. What the fuck? Ach so, von unten. Nein, nein. Wow, das war knapp. Au, fuck. Was im Oberkummer? Nein, ich lasse ihn aber nicht schlagen. Hey, ich will das aufheben. Giftiges Wurfmesser. Es kann eventuell bei Fernkämpfern nützlich sein oder wenn es irgendwelche ganz beschissenen Gegner gibt, die man lieber aus der Distanz. Das brauchst sicher da. Was? Na, diese Seele eines namenlosen Soldaten. Na, die was? Diese Gift. Was für Gift? D
die Giftsachen, die drauf kommen. Ach so, die hier, Zeit. Giftige Moose. Ja. Wer spuckt Gift? Hä? Ah! Na, diese... Ah, diese Statuen spucken das Gift. Das ist ja scheiße. Irgendwo ist noch so ein Viech erst. Ja. Die Frage ist, wie komme ich jetzt hier weiter? Ah, hier. Oh. Na, Mist. Vielleicht kannst du das zerstören. Ah, du meinst? Nee. Na, nur dir die was spucken. Oh! Okay. Oh, fuck! Soll ich den in den Nahkampf probieren? Warte nicht. Okay. Okay, so viel kann der scheinbar nicht. Okay, der ist nicht allzu gefährlich. Diese Mutanten-Echsen oder Hunde oder was auch immer das darstellen soll. Oh nein! Ja, bitte, siehst du das nicht? Nein! Hast du das nicht gesehen? Nein, ich habe den Typen nicht gesehen. Es ist den zu wenig Kontrast. Gesehen. Es ist für mich zu wenig Kontrast. Du ich bist bin gestorben, so halb. Ja, ich weiß. Ich sag das nur, du bist gestorben. Alter. Auf einer Ebene, da stirbt man nicht. Das ist schäm dich. Du bist auch ein schäm dich. Und wieder laden wir und laden, laden, laden. Bin laden. Wer einen Ladescreen und einen Tod nicht verkraften kann, ist in Dark Souls sowieso falsch. Sekunde, ich möchte mal probieren, ob man... Nein, und nee. Das haben wir ja kommen. Ach so, ja, genau. Geht's hier runter, oder? Nee, es geht hier rüber. Oder hier? Moment. Ist das derselbe Hund wie gerade? Na, das ist... Warum gibt's dem nicht Zaures? Du kannst das ja. Ich gebe ihm eh Zaures. Aber 660 Seelen, das ist nicht von schlechten Eltern. Hey, wir sind hier gestorben. Fuck you. Ich mache euch alle platt, ihr scheiß Statuen. Ja, das ist derselbe Hund wie vorhin. Hier sind wir. So, jetzt visiere ich. Oh. Giftiges Wurfmesser, okay. Das meine ich, dass die giftigen Wurfmesser. Ja, aber die sind hier selber alle irgendwie Schau, Giftmonster. Kannst du ja nicht arbeiten? Nee, noch nicht. Nee, ah jetzt. Haha. Tut mir pass auf, sehr leid. Nicht, pass auf, da. Tut mir sehr leid, Hund, aber ich muss dich töten. Es schaut aus wie eine Mischung aus Echse und Hund und dann noch nackt. Es ist ganz ungut. Nackte Viecher sind nie gut. Nee, da gehe ich ja wieder zurück. Ja. Das ist aber nicht mein Ziel, ja. Zurück. Ja, hier rauf. Oder da hinten hin. Wir müssen irgendwie zu dem Nebel kommen. Aufpassen, Spuck. Nee, nee, Teilzeit. Nur die, die einen normalen Kopf haben. Sind scheinbar gefährlich. Schwarze Feuerbombe. Feuer. Feuer ist gegen so Viecher sicher immer gut. Oh, ich habe 9 schwarze Feuerbomben. Okay. Wenn es einen Giftboss gibt, hat der so keine Chance. Nicht da. Ja, wir müssen an sich dort drüber. Moment, da. Wir müssen irgendwie dort hoch. Wir müssen irgendwie daher.
daher hoch oder irgendwas. Ich bin jetzt schon vergiftet. Ihr könnt's mich mal. Ja, warum? Genau. Giftheilung. Trinken. Hey, wir haben noch. Das ist unser erster Essensflakon, die Runde. Das ist super. Ach, fuck you. Ich hoffe, du kommst nicht hier hoch. Ja, ja, das ist ein Statuen. Nein, ich meine, dass die nicht so hoch spucken können. Ah, stirb! Halt Gegenstand, Fackel vielleicht? Hey, hier könnte das mit der Fackel theoretisch echt ganz nützlich sein. Ja, aber dem wirst du es entzünden können. Kann ich. Ey, na du jetzt einmal. Ja, aber vielleicht, wenn wir beim nächsten Mal beim Leuchtfeuer sind. Ich hab doch hinter mir gerade was gehört, oder? Nee. Ah, wir schauen aber gut aus. Mit mir nicht, Freundchen. Oh, naja, wenn er Schaden macht, macht er gut Schaden, aber. Der schneidet von vorn. Ja. Muss immer schön hinter ihm bleiben. Dann ist der nicht sonderlich schwer. Vielleicht sind wir aber auch ein bisschen. Die Dingköpfen. Das ist jetzt scheiße. Schwarze Feuerbombe. Ja, ich habe jetzt inzwischen einen ganzen Arsch voll schwarze Feuerbomben, aber. Ja, wir sind nahe beim Bossnebel, wollte ich gerade sagen. Ich weiß ja nicht. Aber es schaut sehr bossnebelig aus. Hier rüber. Vielleicht kannst du da schießen von da. Oh, Moment. So. Also, wenn ich was sehen würde. Ne, ich sehe gar nichts. Dann musst du wohl da über umspringen. Das hätte ich da sagen können, dass das nicht gut geht. Warum? Na, weil du rechts gesprungen bist, statt links. Ich bin quasi gerade gesprungen. Naja, warum? Du hast ja links gehört. Ich hab das nicht gesehen. Ich hab das erst gesehen, wie ich schon gedrückt habe. Schäm dich. Was heißt, mach es besser. Wenn du es einmal besser machst als dich, nenne ich dich nur mehr Gott. Ich bin kein Gott. Fast, ja. Aber. Du bist ein Arsch. Den habe ich auch, ja. Nein, das bist du, das hast du nicht. So, ich frage und das mich. Ganze wieder von vorne. Hurra. Ja, aber den Weg kennen wir ja jetzt. Ja, aber es macht ja keinen Spaß. Naja, so weit ist er ja nicht. Renn um und mach ein mein Schwert dauernd. Bitte, wie lange du brauchst mit dem. Ja, aber jetzt kommt er schon über die Brücke und auf der Brücke ist er beschissen. Aufpassen, da ist ein Loch. Ja, ich weiß. Wenn du nicht herkommst, dann mache ich dich so platt. Tut mir leid. Wobei eigentlich nicht. Der letzte war unnötig, ich geb's zu. Köpfen. Hier. Köpfen. Köpfen. So geht das eh schon vor. Boah. Du da? Danke. Du da hinten, komm auch mal her. Okay, verfehlt. Nein! Oh, fuck! Sofort zurück! Sind stark, die Haare. Oh! Das war knapp. Renn! Viel zu lang, da kommt einer oben, gell? Wow. Wow, wie? Oh Gott, langsam wird's mir echt zu bunt. Wenn jetzt was von hinten kommt. Da kommt einer. Hey! Hey, warum ist denn nicht mehr ausgewählt? Komm. Komm her. Na doch nicht. So, sind wir hier? Hier sind wir lang gegangen, oder? Ich glaube, du bist aufgegangen, oder? Die Leiter, oder? Nee, ich glaube fast nicht.
Moment, den habe ich jetzt gar nicht gesehen, den habe ich irrtümlich getroffen, als ich die Statue... Bei der Kiste waren wir, das war... Ja, also. Bei der Kiste waren wir, aber hier drüben waren wir noch nicht. Also, hier waren wir schon, aber hier sind wir dann verreckt. Ah ja, hier ist wieder so, dass ich mich hier quasi vergiften lassen muss, weil... Beschissene Kleine. So. Ja. Um die Ecke kannst du nicht Gift spucken, gell, du Arsch? Gell, du Arsch? Gell, du Arsch? Raus, kleinen Schädel hoch. Nein, ach, fuck. So. Ich kann den nicht gescheit treffen, das ist zu tief. Aber ja. Nee. Okay. War hier irgendwas Böses? Da ist überall was Böses. Hier war irgendwo ein Hund. Ja, aber da drüben ist ein Giftspucker, nee. Glaube ich. Moment. Hehe. Nee. Nee. Ich liebe es, wenn ich im Vorteil bin. Es passiert in Dark Souls so selten, dass ich mal, dass man schon fast... Na, oh, fuck you. Ich bin so ein Trottel. So, noch einer. Nein. Gut. Schau, und da, da herüben ist das Ding. Siehst du das? Da herüben. Ja. Ja. Nein! Ja, und jetzt muss schnell sein. Noch einmal. Hoffe, dass da drin stehen auch. Ja, das ist gar nicht. Ja, Moment. Trinken. Giftheilung. Speien wir bei dem ein bisschen. So. Aufpassen. Hier schlägt irgendein Herz oder so. Ich hasse diese Dinger. Man muss da echt ganz von der Seite rankommen. Und ich warte jetzt hier, wo mich kein Gift angreifen kann. Und dort hinten ist ein Leuchtfeuer. Ich würde das so gerne erreichen. Hey, ich bin da! Ja! Leuchtfeuer entzündet! Mittleres Loch! Majula aufleveln, wobei 10.000 reichen nicht. 10.000 reichen nicht. Verbrennen? Nee. Zaubereinstimmung? Nee. Gut, weiter. Alles klar. Hey, die bleiben zerstört, das ist gut. Ja, das hat man gesehen. Da hinten ist irgendwas Blaues. Da ist auch irgendwas. Egal. Erstmal hier runter. Wobei, da geht's ein bisschen tief runter für meine Begriffe. Oh. Wollen wir vielleicht vorher da oben umschauen gehen? Weil hier unten ist das wahrscheinlich fast ein neues Gebiet. Kann ich mir vorstellen, weil direkt ein Leuchtfeuer ist und... Ich glaube nicht, hier ist auf jeden Fall ein Nebelwand. Vielleicht ist das ein Shortcut oder irgendwas. Okay, ich schlag die Fässer einfach mal so kaputt. Hier ist er viel. Moment! Schau mal! Ah! Oh Gott! Es war auch irgendeine andere Option. Rede oder so? Ich habe das nicht genommen. Ich habe mitbekommen, aber es war irgendeine andere Dialogoption. Ihr könnt jetzt einfach Pause drücken. Puh. Rede? Stand da gerade Rede? Oder irgendwas in der Richtung?
So, Giftpfeile. Oh, 20 Stück. Das ist spendabel. Und schön. Ich würde aber sagen, diese Folge endet hier und jetzt. Und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Let's Play Dark Souls 2. Ciao.